Heute käuflich zu erwerben bei uns im Shop Martini Design, gepfefferter. Check sie out. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Location wie schon mal und da war es auch schon mit 7 Jahren an der Autobahn, weißt du schon. Das war die gleiche Location, weil heute ist uns nichts Besseres eingefallen, weil die Sonne heute an dem höchsten Punkt steht und das ist der höchste Punkt, wo wir hinfahren können, wo wir Autos machen können. Leider habe ich wieder immer noch mein Mikro vergessen. Deswegen muss ich ein bisschen lauter reden. Oder zum Sprecher aufhören einfach zwischendurch. Hätte ich früher in der Schule schon machen sollen, aber habe ich da schon nicht gekriegt, wenn ein Auto kommt. So, also, neues Video. Erklärvideo, wieder einmal, vom Julian, Spätzl von uns, wohnt nicht weit weg von mir, kein Kennzeichen, also ich sage euch bloß, es ist ein Ringerer Kennzeichen normal, Nardo Grau, Sonderlackierung, Audi A4 B9. Liter TFSI Quattro. Gepfeffer kommt Variante 3 verbaut. Natürlich wieder Edelstahl Variante 3, haben wir an anderen Stelle schon erklärt. Und natürlich richtig geil 20er OZ-Felgen. Ja. So, jetzt machen wir wieder einen Cut, weil jetzt kommt der Bulldog wieder. So, schlimmer wie auf der Autobahn mit den Koffer. Wenn wir schon so ein Windkraft machen, weißt du. Ja. Auf alle Fälle, haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt, auf alle Fälle. Static, kein Heulis. Pure Fahrmaschine. Er fährt jeden Tag auf München und zurück. Jeden Tag. 150 Kilometer. Also keine schlechte Leistung, wenn man sich das mal anschaut. Kupplungen sind komplett original, ist nichts gemacht. Die neuen Autos haben wir eh schon so leicht angestellte Kanten. Und Achtung mit 20 ET45 mit einem 235 3020. Funktioniert beim 2 Liter TFSI ohne Probleme. Dafür muss man das Auto ein bisschen ablasten, weil sonst funktioniert das nicht. Vorne kriegen wir das hin mit den Gewichts und Kilos und von der Geschwindigkeitsindex her. Hinten wurde quasi die Zuladung reduziert, weil der 88er Traglast hat, der 235 3020, das heißt 1120 Kilo. Das Auto hat aber hinten irgendwo 1180 Kilo und deswegen funktioniert das auch ohne Probleme und das sieht man ja dann, wie das Ding fährt. Ja? So, und dann schauen wir uns das innen nochmal an, was innen los ist. Schon lange nicht mehr in einem Audi drin gesessen. Wahnsinn, Standlicht eingeschaltet, meckert schon wieder. Kam sitzt drin, schimpft er schon. So, also, muss man ganz ehrlich sagen, neidlos anerkennen. Sehr, sehr geile Optik. Auto ist wirklich gut gemacht. Auf das S-Line-Paket, was das Auto hat. Das Einzige, was ich wieder bemängelt, natürlich. S-Line ist gleich wie RS und so weiter, weißt schon. Das ist das Einzige, was immer noch ein bisschen nervt. Ansonsten, griffiges Lenkrad, abflacht, S-Line, Nummer, Multifunktion. Glüppig-Lappi, hat der Franz sagen, hat er auch. Das ist natürlich stört. Plastik ist ein bisschen billig, sage ich jetzt einmal. Kann ruhig im Metall ein bisschen sein. Da war ein bisschen eine schönere Optik. Ansonsten aber hat er dafür, da habe ich ja gar nicht gespart mit der Aufpreisliste, hat er Carbon. Das nächste ist das, also wenn er natürlich einen Schlüssel reingelassen hat, dann kann man mal einschalten. Sieht man das? Ambientebeleuchtung hat das Auto. Spinnst du? Weißt du, normalerweise leuchten dort ja die ganzen Teile, alles in Blau. Kannst einstellen, da unten leuchtet es in Blau, überall leuchtet es in Blau. Also das ist, gefällt mir gut, so also ein gutes Gimmick kann man schön einstellen. Carbon fühlt man sich wohl, Sitze sind auch geil, S-Line-Sitze. Wie gesagt, Sitz ist geil. Für ein S-Line okay. Wie gesagt, RS möchte den Schalensitz haben, aber an dem arbeiten wir ja noch, haben wir schon gesagt. Ansonsten, richtig coole Geschichte auch mit den kurzen Schalthebeln, so wie es beim R8 drin ist und so weiter. Bei den neuen Autos alles. Also haben sie richtig Mühe gegeben vom Design her. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist immer noch das Navi, dass das fest installiert da drauf steht. Das ist nicht so mein Fall. Ich brauche jetzt keine Grip-Motor-Vision oder sonst irgendwas, Erklärung von einem Auto machen, aber das ist jetzt meine persönliche
Impression, was ich habe von dem Auto, und das war jetzt schön, wenn das Ding wieder einfahren hat, dass da einfach eine kleine Optik ist. War schöner. Ansonsten, virtuelles Cockpit hat er auch. Leider hat er jetzt einen Schlüssel, dann können wir euch das gar nicht demonstrieren. Siehst du das? Kein Schlüssel erkannt. Ansonsten, da ist so. Siehst du das? Vom Schlüssel nicht in Reichweite. Schlauer Bub. Also, hinten, genau, hinten ist auch cool. Mittlerweile sind die A4s ein bisschen größer geworden. Bisschen. Du kannst immer in A4 noch nicht ohne Probleme. So wie jetzt der Alex drin sitzt, ja, okay. Der Alex ist jetzt nicht der Größer, ich auch nicht, verstehst du? Aber wenn da einer drin sitzt mit 2 Meter hinten beim A4, keine Chance, nach wie vor. Besser, aber besser wie die Vorgänger, aber immer noch nicht optimal. Wer sowas braucht, zum mehr lange Lullatsch hat, wenn man so schön sagt, dann war es am geschickten und du kaufst dann auch 6. Ja, da hätten wir auch noch was, aber ich kann nicht aufmachen, weil Panorama, wenn ich einen Schlüssel gehabt hätte, hätte ich das alles ausprobieren können, aber Panorama ist schon schön. Aber das da, das Flügelgitter da, naja, muss auch nicht sein. Also, haben wir es wieder. In diesem Sinne, Like dran, da lassen, abonnieren. Servus, haben wir die Herren. Jetzt kommt der Bullock, der macht aus meinem Hirn. Los! Du vorbei, der Deutsch!